Ich habe euren Freund dabei. Wirklich? Dann soll er was sagen. Mach auf. Ja, ich bin wach. Gaspar, zurück, ich öffne die Tür. Gaspard, du siehst verwirrt aus. Ach, verwirrt. Höchstens etwas schlaftrunken. Was ist mit den anderen? Einer war in der Nähe einer Monsterhöhle. Leider schon tot. Ich habe einen von der Klippe stürzen sehen. Hat sich den Hals gebrochen. Verdammt. Rabenik hatte mich gebeten, ein Auge auf diesen Rotzlöffel zu haben. War sein Neffe. Danke für deine Hilfe und... Tut mir leid, dass ich dir nicht vertraut habe. Ja, alles ist schiefgelaufen. Was sollen wir jetzt machen? Ich habe ein Boot. Ihr könnt mitkommen. Aber erst muss ich jemanden finden. Ein Mädchen mit aschblonden Haaren? Ja. Das tut mir sehr leid. Was willst du damit sagen? Sie ist ganz kalt. Ihr Geist hat sie verlassen. Sie muss gestorben sein, kurz bevor wir sie gefunden haben. Wir warten beim Boot. Dann hast du nicht alles vergessen, was Wesemir dir beigebracht hat. Ein Hexer kann das Essen, das Trinken und sogar das Atmen vergessen. Aber ein Hexer vergisst niemals, sich um seine Klinge zu kümmern. Ja, das habe ich auch ständig wiederholt. Und es wurde mir nie langweilig. Was für eine Kreatur war das? Was Kreatur? Von der du die Narbe über dem linken Auge hast. Die ist neu, die kenne ich noch nicht. Eine Erinnerung an die Gorgo von Spala. Eine Erweiterung meiner Sammlung, nichts Besonderes. Aber deine ist dafür gut verheilt. Avalach. Er hat ganz spezielle Salben für mich zubereitet. Aber das war, bevor der Fluch von ihm Besitz ergriffen hat. Wo er jetzt wohl sein mag?
Wir haben den Fluch gebrochen. Er wartet in Kaer Morhen auf dich. Meinst du das ernst? Wahrscheinlich schon, bei sowas würdest du nicht scherzen. Das ist ein schönes Erwachen. Du vertraust ihm? Avalach? Er hat mich nie im Stich gelassen. Kein einziges Mal. Warum hilft dir Avalach eigentlich? Wissende haben Menschen doch nie besonders gemocht. Er macht es nicht meinetwegen. Es geht um meine Kräfte. Als ob es jemals um was anderes ginge. Avalach hat versucht, mir beizubringen, wie ich meine Fähigkeit kontrolliere. Und er hat dafür gesorgt, dass ich Eredin nicht in die Hände falle. Und was hat Eredin vor? Was will er von dir? Was alle wollen. Die Kontrolle über meine Kräfte. Seine Heimatwelt steht vor der Vernichtung. Eredin möchte unsere Welt einnehmen. Genial, findest du nicht auch? Alleine kann er nicht viel ausrichten, also muss er eine Armee mitbringen. Aber seine Navigatoren können unmöglich ihn und tausende NL zwischen den Ebenen bewegen. Das erlauben ihre Fähigkeiten nicht. Deine dagegen schon. Genau. Und wenn ich dabei sterbe? Nun, dann war das ein notwendiges Opfer. Wie ist es gekommen, dass du mit Avalach gereist bist? Als ich dich und Yen auf der Malus-Insel verlassen hatte, wurde ich verfolgt. Eredin und seine roten Reiter waren mir auf den Fersen. Ich bin durch viele Welten geflohen, viele Male. Einmal hätten sie mich fast erwischt. Da ist Avalach aufgetaucht, aus dem Nichts. Er hat ein Portal gefunden und uns in eine Welt gebracht, in der uns Eredin nicht finden konnte. Ungefähr ein halbes Jahr lang. Diese Welt, in der euch Eredin nicht finden konnte, was war das für eine? Du würdest mir nicht glauben, wenn ich dir erzähle. Versuch's trotzdem. Die Leute dort hatten Metall in ihren Köpfen, kämpften aus der Ferne und benutzten so ähnliche Dinge wie Megaskope. Und dort gab es keine Pferde, alle hatten stattdessen fliegende Schiffe. Ciri, lass den Blödsinn. Ich hab doch gewusst, dass du mir nicht glaubst. Wir hätten dort bleiben sollen. Wieso bist du wieder zurückgekommen? Ich dachte, die Jagd hätte endlich meine Spur verloren. Ich dachte, ich wäre sicher. Außerdem wollte ich dich finden. Dich und Yennefer. Du hast nach uns gesucht, wir haben nach dir gesucht. Oft hatte ich das Gefühl, dass du nur einen Schritt entfernt bist. Dann wieder dachte ich, ich würde mich im Kreis bewegen. Das überrascht mich nicht. Manchmal bin ich wirklich überstürzt geflohen. Also, erzähl mir, wie alles gekommen ist. Schritt für Schritt. Eredin hat uns aufgespürt, als wir auf Azgellig gelandet waren. Kurz darauf waren wir schon von Reitern umzingelt. Ich dachte, das wäre das Ende. Aber Eredin hatte andere Pläne. Er holte das Phylakterium heraus, entkorkte es. Wir waren von Nebel umgeben und Avalach begann, nach Luft zu schnappen. Hat Eredin so Avalach verflucht und seine Verwandlung in Uma ausgelöst? Ja, er wollte ihn nicht töten, nur erniedrigen. Aber Avalach wollte sich nicht kampflos ergeben. Er wirkte einen Zauber, der unter den Reitern großen Schaden anrichtete. Und auch einen halben Wald auf Azgellig verwüstete. Aber er verschaffte uns auch Zeit zur Flucht. Avalach öffnete ein Portal und ich sprang hinein. Er sollte mir folgen, aber irgendwas ging schief. Der Fluch behinderte ihn und er erreichte das Portal nicht mehr rechtzeitig. Wir hatten uns geeinigt, dass wir uns in seinem Versteck in Velen treffen, sollte etwas schiefgehen und wir getrennt werden. Aber ihr habt euch dort nicht getroffen? Nein, haben wir nicht. Sobald ich im Portal war, bin ich statt in Avalachs Versteck mitten im Buckelsumpf gelandet. Ich bin den Mumen nur knapp entkommen. Und da kam der Baron. Weißt du, dass er mich zur Jagd mitgenommen hat? Ich habe mit dem Schwert ein Wildschwein erlegt. Hab ich gehört. Reiner Zufall. Ich wollte an dem Tag nicht jagen, aber ich wollte auch nicht ablehnen. Ich hatte nichts dabei, was einer Jagdwaffe entsprach. Ich wollte nicht jagen. Ich bin durch den Wald gestreift, habe die Luft tief eingeatmet
und dann plötzlich ein seltsames Geräusch gehört. Hat dich das Schwein angegriffen? Mhm. Groß wie ein Büffel kam es direkt auf mich zu. Ich hatte nur mein Schwert. Ich musste es erlegen. Du hast dich gut geschlagen, so wie es die Männer des Barons erzählt haben. Alles einfache Soldaten. Aber wir haben uns blendend verstanden. Schade, dass ich fliehen musste. Aber ich wollte sie nicht der wilden Jagd ausliefern. Außerdem wusste ich da schon, dass der Fluch vorangeschritten war. Deshalb suchte ich nicht länger nach Avalach, sondern nach dir und Yen. Und wie hast du so einen Mann wie Hurensohn Junior kennengelernt? Ich konnte dich und Yennefer nirgendwo finden. Und ich brauchte jemanden, der das Phylakterium reparieren konnte. Das schafft kein normaler Handwerker. Ich brauchte einen Magier mit außergewöhnlichen Kräften. Rittersporn half mir dabei. Es war, als ob seine Ehre davon abhängen würde. Er hatte ein Treffen mit einem Magier vereinbart, aber das war nur eine Falle der Tempelwache. Das hat er mir gar nicht gesagt. Er wollte dich sicher nicht beunruhigen. Später haben wir herausgefunden, dass die Wache das häufiger macht. Um Leute zu schnappen, die mit den Magiern zusammenarbeiten. Wir mussten einen anderen Weg finden. So viel stand fest. Dann erzählte Rittersporn, dass er einen Mann kennen würde, dem ein Teil von Novigrad gehört und der mehr tun könnte als andere. Er würde sicherlich jemanden kennen, der das Phylakterium repariert. Hurensohn Junior. Ich dachte mir schon, dass es nicht die beste Idee war. Aber ich war verzweifelt, hatte keine Wahl. Hatte ich mir schon gedacht. Hurensohn war einfach nicht der richtige Komplize. Dieser Einfallspinsel dachte, wir hätten ihn betrogen und hat dann Dudu entführt. Den ihr sofort befreit habt, nur um auf die Tempelinsel zu fliehen. Tolle Idee. Wir hatten das nicht geplant, hatten keine Zeit zum Nachdenken. Wir sind einfach los. Mir fiel nicht mal auf, dass mich die Wachen in eine Falle getrieben haben. Plötzlich war ich drin und wusste, dass ich verschwinden musste. Sofort. Und so bist du dann wieder nach Skellige gekommen. Die Küste von Hindarsfjall. Der erste schöne Ort, der mir eingefallen ist. Hjalmar und ich waren dort früher immer schwimmen. Moment mal, bist du wirklich zufällig dort gelandet? Ich dachte, du und Avalach, ihr hättet einen Plan. Nein, er spürte, wenn ich meine Kräfte eingesetzt habe. So wie Eredin spürt, wo ich bin und wohin ich reise. Tatsächlich ist Eredin kurz nach mir gekommen, mit seinen Reitern. Wieder ging alles sehr schnell. Lofoten, der Angriff der Jagd, meine Flucht und dann Träume. Nur Träume. Was hast du geträumt? Ich hatte in letzter Zeit nur Albträume. Ziemlich schrecklich. Ich auch, die meiste Zeit über. In einem verfolgte dich das Monster eines totgeborenen Kindes. Puh, das war schrecklich. Ich hatte auch ein paar schöne Träume. In einem saßen wir in einem Feuer, tranken guten Wein und alle Leute tanzten und lachten. Der gefällt mir viel besser. Mir auch. Aber diese Träume und die anderen endeten in einem Turm. Egal, was ich geträumt habe, am Ende ging ich immer in einen Turm hinein. Hast du ihn erkannt? Weißt du, wo er sein könnte? Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube nicht, aber irgendwie kam er mir bekannt vor. Und schrecklich. Der Turm war kahl und tot. Aber gleichzeitig hatte ich das Gefühl, dass ich ihn betreten musste. Hast du es getan? Nein. Alle Träume endeten damit, dass ich nach dem Eingang suchte. Und beim letzten Mal sah ich statt des Turms dein besorgtes Gesicht. Wäre die Narbe über deinem Auge nicht gewesen, hätte ich gedacht, dass ich immer noch träume. Ich hatte Angst, dass du tot bist. Hab ein paar Zwerge gefunden. Sie sagten, sie hätten versucht, dich aufzuwecken, aber du wärst eiskalt gewesen und hättest nicht geatmet. Und trotzdem bist du reingekommen. Wer hört denn heute noch auf Zwerge? Da fällt mir ein, sie sind bestimmt schon nervös. Wir sollten gehen. Ich habe ein Boot am Strand. Sobald wir anlegen, reiten wir nach Kaer Morhen hin. Gut. Ganz gewöhnliches Reisen. Das war schon immer besser. Doch ein Portal wäre schneller. Und würde uns Eredin direkt auf den Hals hetzen. Das sollten wir nicht riskieren. Außerdem hasse ich Portale.
Hör zu, wir müssen überlegen, wie wir... gehen. Sie werden mich finden. Das wissen Sie jetzt schon. Ciri, bring uns nach Hause.